Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ja, wir sind ja auf diesem Festival. Und beim letzten Mal haben wir einen derben Rückschlag erlitten. Durch den Typen von CTO. Und jetzt heißt das, muss ich die Mannschaft wieder zusammenkriegen, dass das weitergehen kann mit der Zack. Und dafür müssen wir an der Hackermeisterschaft teilnehmen. Schauen wir mal, wie schwer das wird. Okay, Leute, stellt euch auf für unser Gruppenbild. Hast dich für die Kamera extra hübsch gemacht, hä? Immer. Okay, offenbar geht die Challenge los. Josh, sieh dir die Zahlen an und gib Antworten ein. Wrench, du kriegst den Jabberwock. Verkabeln und fertig machen. Ratio, du wirst dich um die Konkurrenz kümmern. Halt sie auf. Cetara und ich werden dieses Ding hacken. Packen wir es. That's Zack. Los geht's, Leute. Die Drohne ist da oben, wenn du sie brauchst. Ich hab's gleich. Ich bin drin. Die Drohne hat einen Vorteil. Okay, was ist das? Okay, eine Metal-Hand machen und voll reinhauen. Konzentration. Es gibt wohl einen Timer. Kannst du den hacken? Na klar. Okay. Bleib gefälligst stehen. Leg dich nicht mit Cetara an. Okay, das hab ich. Ah. 20, 40, 32, 64, 56. Nicht korrekt. Ist es doch. Mit 3 modifizieren, 8 abziehen. Okay. Ja. Ein Drehknoten. Scheiße. Ich mach das für dich. Danke. Okay. Fast geschafft, Markus. Na los. Ja, ich versuch. Muss ich aber so machen, ne? So. Wie kommen wir denn da jetzt ran? Ach so. What? Alles zurückgesetzt, fuck. Mit der Drohne zu hantieren ist so, wow. Zack. Ach fuck. Warum? Zack. Verdammt. Warum hat das nichts gebracht? Machen wir das mal so. So. Wie machen wir das denn am besten? Moment. So. So. Ach, fuck. Das ist mies. Ah. So. Okay. Dann setzen wir das nochmal so rum. Dann setzen wir das so rum. So rum. Das setzen wir hier hin. Den setzen wir hier hin. Den da. Den da. Den da, da. Ah.
Machen wir das nochmal so. Machen wir das nochmal so. Machen wir das nochmal. Ah, fuck. Machen wir das nochmal so. Zack. Okay, wenn ich den nochmal zurücksetze, dann passt das. Das nochmal so, einmal so. Einmal so. Muss das einmal so machen. Wie kriege ich das denn da hinten hin? Krieg ich das denn da aktiviert? Bevor das zurückgesetzt wird. Es ist halt so. Warte mal. Krieg ich das denn hin? Das wäre so. So ist aktiv. Dann müsste ich normalerweise den eigentlich so machen. So. 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 Und ich hab's. Woher weißt du das? Weil er eben Feuer fangen muss. Er kann nicht nicht Feuer fangen. Seht ihr? Das ist so abgefahren. Der Jabberwock mit Augen aus Feuer. Ich bin Joe. Sitara. Ich bin Marcus. Wer bist du? Ich bin Ray. Ich hätte noch was mehr auflegen sollen. Hey, wollt ihr euch was reinziehen? Kommt mit, 2 Gramm Hirnfuck vom Allerfeinsten. Mann. Leute, ich gehe dann jetzt mal offline. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, Horatio, alles gut, Mann? Das Wort gut hat keine Bedeutung mehr. Okay, ist klar. Hatte ich erwähnt, dass die kleinen Freunde hier erst in Acid gebadet haben? Josh? Ist okay, die nutzen Halluzinogene in klinischen Studien für Aspies. Aspies. Josh ist voll drauf. Okay, suchen wir dir was Hübsches zum Anstarren. Okay. Mann. Du bist nicht Ray. Du bist Ray Raymond Kenny Ray. Ich hab noch deine alten Hacker-Scenes, Mann. Ich weiß noch, wie ich Wardriver gelesen und mit dem Fahrrad rumgerast bin. Mit Rucksackantenne. Shit, ich hatte sogar dein altes Rootkit, Mann. Fragst du? Ja, scheiße, ja. Tja, ich dachte, ihr wärt alle nur Skiddy-Penner. Korrigier mich, wenn's nicht stimmt, aber deine Crew scheint mir echt ein chaotischer Haufen zu sein. Bist du der Anführer? Da ist ein Einhorn. Nein, Mann, so funktioniert das nicht. DedSec hat eine Regel. Keine Privatarmeen, keine Anführer. Tja, nur zur Info. Ich hab gesehen, wie du sie geführt hast. Nein, Mann, das ist alles, wogegen wir kämpfen. Das System zu Hause ist komplett für den Arsch. Und all die Kids da draußen im Sand werden genau die gleichen Sprüche klopfen. Leere Worte, Bro. Leere Worte. Okay. Vor ein paar Jahren hat mich dieses kranke System als kriminelles Risiko eingestuft. Mich für Scheiß beschuldigt, den ich nicht getan habe, weil es wahrscheinlich war. Und jetzt mit CTOS ist es überall. Ich meine, ich sehe es überall.
Sogar den unterschwelligen Scheiß. Oh. Ich sehe dich doppelt. Ja, ich habe meine Tendenz, das zu tun. Was du unterschwellig nennst, das ist Bellwether, Marcus. Du hast ein scharfes Auge. Aber unterschwellig heißt passiv. Das Bellwether-Programm, das kontrolliert. Wie ein Orwell Huxley-Doppelschlag. Profiling, Medienmanipulation, Insidergeschäfte, Konsumwahn, angetrieben von prädiktiven Algorithmen. Und jetzt ergreift es Besitz vom Herzen von Silicon Valley. Und jemand bei Blue benutzt CTOS und füttert es mit Daten. Du rekrutierst. Ich hab Lust. Echt Lust, Blue meinen ordentlichen Tritt in die Kronjuwelen zu verpassen. Ich kann euch bei euren Aktionen helfen. Helft mir, den echten Jabberwock zu erlegen. Komm mit mir, Marcus. Dein Ernst, Alter? Oh, shit. Marcus, wach endlich auf, weg was? Hier! Was, Mann? Ich habe die Nacht im Zelt neben einer Lady verbracht, die sehr nackt und sehr tätowiert war. Und nein, du kapierst nicht, Mann. Das war so eine Sons of Ragnarok-Braut. Ich hab... Wir müssen weg, Mann. Scheiße. Vamos, los. Los, komm. Die Sons kommen auf. Los jetzt. Was haben die wieder so schön eingeschmissen? Nicht die F. Ja, ja. Passiert. Wenn du irgendwas zu dir nimmst. Wow. Ja. Yeah. Du hast gesagt, ihr hättet das verkackt. Wie schlimm ist das? Tja, wir sind alle in Gefahr, weil mein Name auf der schwarzen Liste steht. Die Leute werden nur die Punkte verbinden. Wo zur Hölle sind denn alle? Ist das alles? Das reicht doch. Wir reden hier von Blum. Hey, und du redest hier mit Blums Staatsfeind Nummer 1, Junge. Ja, die Schweine sind schon seit Jahren hinter mir her. Wenn du willst, kann ich dich aus dem System löschen. Gib mir ein paar Stunden. Einfach so? Tja, vielleicht brauche ich erst eine Ziege als Opfer für mein geheimes Ritual. Aber ja, einfach so. Da bist du ja. Wir suchen dich schon den ganzen Morgen. Es gibt beim Swelterskelter anscheinend kein Fundbüro. Draußen in der Wüste gilt eher das Prinzip, wer es findet, darf es behalten. Was zum Teufel macht der denn hier? Ja, Marcus, warum lädst du Fremde in unser Haus ein? Hey, es ist einfach passiert, okay? Wir sind vor diesen Bikern abgehauen und... Wisst ihr was, ist doch scheißegal, es ist cool. Oh, er ist cool. Das ist gut, denn normalerweise entscheiden wir sowas als Gruppe. Ich weiß. Mein Fehler. Aber ihr kennt Ray doch schon, oder? Leute, darf ich vorstellen? Raymond Kenny! Das ist Raymond Kenny? Ich dachte, du wärst... sauberer. Ja, das höre ich öfter. Darf ich dich drücken? Ja, nur für 2 Sekunden. Das passiert mir auch öfter. Können wir ihn nicht behalten als unseren hauseigenen Hacker? Ja, wir können seine Hilfe gebrauchen. Aber er kann hierbleiben, oder? Er sollte hierbleiben. Okay, gut. Aber wenn er einem von uns dumm kommt, zerquetsche ich seine Nüsse wie reife Trauben. Nachricht angekommen. Schicke Mütze. Schicke Maske. Du bist cool. Willst du ein Bier? Ja, da sage ich nicht nein. Gerne auch 2. Danke. Ach, gib dem Mann auch gleich Hardware, ja? Er zeigt uns ein paar Zaubertricks. Schicke Mütze. Schicke Maske. Okay, der ist cool. Wie bescheuert, ey. Stück für Stück.
So, jetzt muss ich auch genug haben, um den Helikopter herzustellen. Irgendwas stand da gerade. Boah, wie viel Follow kriege ich denn, bitteschön? Grad. Okay. Aha. Und wir haben ein paar Punkte. Ein paar Punkte. Hm. 14 Stück. Gangangriff. Weiß an Gangs auf eine Zielperson zu. Wir können uns einmal das hier holen. Was ist das? Gib eine falsche Fahndung mit der Warnmeldung gefällig Krimineller für eine Zielperson heraus. Dieser ersetzt die Fähigkeit Fahndung Verdächtige gefunden. Kostet 8 Ordnung Ressourcen. Da kann man echt Scheiß mitbauen, ne? Okay. Das ist das, alles klar. Verbessere Fingerfertigkeit. Ruhige Zielhand. Die Punkte müssen wir halt auch erweitern. Aber ist auch echt teuer. Nehmen wir das. Ich weiß nicht, die nutze ich nicht so. Profiler Basteleinheit. Lege die gesamte Infrastruktur statt. 30 Sekunden. Verkehrskontrollen. Exploit. Ich nehme das hier erstmal. Jetzt haben wir noch 4 Punkte. Okay, das könnten wir noch. Wir können Profiler verbessern. Das mit den dicken Bankkonten. Rüste den Jumper mit einem eingebauten Lautsprecher ein. Genau, um die zu nerven. Was ist das? Erhöht die Nachladegeschwindigkeit für 2 Handwaffen. Oder das. Erhöht die Reichweite der Elektroschockwaffe. Elektroschockwaffe ist halt leise. Aber ich nehme die auch gerne so aus. Ich nehme das erstmal. Man muss halt immer echt mal gucken. Echt mal gucken. Erstmal gucken. Sorry. Hey, Kleiner. Bereit, die Welt zu verändern? Ich hab was für dich. Schlappe Nudel. Wow, was für ein toller Name. Ist doch draußen irgendwo. Schlappe Nudel. Wo haben wir das denn? Da. Schiffway im Hackerspace. Da. Hallo. Home, Konstrukteur. Warum? Hey, yo, T-Bone. Bin bereit, Mann, total bereit. Nein, im Ernst. Hacktivist-Modus aktiviert. Hey, Mann, wie kriegen wir Blumen? Was? Halt dein Joystick fest, Kleiner. Ihr werdet euch zur Blumen hocharbeiten müssen. Auch mit meiner Hilfe. Ray, briefst du ihn etwa ohne mich? Das wollten wir gemeinsam machen. Nein, ich wollte dich nur nicht stören. Nicht stören? Du störst nicht. Na komm, Marcus, briefen wir. Okay. Also... Sehen wir uns doch mal die großen Datensammler an. Unsere Freunde bei Noodle. Bei jeder Suche, von Discount-Kühlschränken zu Bulldozer-Pornos... Lernen Sie immer mehr über euch. Datenprofiling Grundkurs. Genau. Aber du wusstest nicht, dass Bloom diese Daten schon in ihren dreckigen Fingern haben. Oh, scheiße. Das ist echt gut, Sitara. Noodles Daten sind genau das, was Bloom braucht, um Bellwether zu stärken.
noch mehr Kontrolle zu bekommen. Wenn wir an diese Munition rankämen, könnten wir haufenweise verschiedene Ziele angreifen. Dabei kann ich helfen. Ihr könnt Nudel nur von der Serverfarm aus hacken. Und ohne Freigabe kommt ihr nicht in die Serverfarm. Scheiße, man kommt nicht mal aufs Gelände, wenn man kein Angestellter ist. Was glaubst du, von wem Rob Zombie hier seine Infos hat? Sag mir, du hast die Freigabe. Nein, Mann, ich versuche gerade nicht aufzufallen. Einer meiner Chefs sitzt mir schwer im Nacken. Markus könnte sich als Angestellter ausgeben. Oh, er kann sich nicht nur als einer ausgeben, Sitara. Sag ihm, was du mir gesagt hast, Horatio. Die Nudelbusse. Ich habe Ausweispapiere besorgt. Du musst das Ding einfach nur reinfahren. Dann werden die dich für einen unserer Busfahrer halten. Shit. Wow, nichts wie los. Alles klar. Hey. Legen wir los. Hey. Okay, aber Nudel hört sich immer so merkwürdig an, wenn man Google meint eigentlich. Was ich ja mal machen kann, aber... Dass ich sagen würde... Ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden. 20 Minuten, aber... Egal. Hab ich schon lange nicht mal so kurz gemacht. Aber wenn wir gerade hier sind... Hier uns pendeln können, speichern können. Dann können wir auch die Mission beim nächsten Mal beginnen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und jetzt haben wir fucking laut wieder, wie immer. Und ja. Gut. Dann heißt das, wenn wir bei Nudel einbrechen. Nudel. Oh Mann. Bis dann. Ciao, ciao.